Auftakt zum Schwechater Theaterabonnement mit dem Erfolgsautor Michael Hufnagel in der Fellmeyer-Scheune. SW1 hat für Sie hineingehört. Nutzer der Dating-App Tinder können ihre potenziellen Partner künftig auch anhand des Musikgeschmacks aussuchen. Eine Kooperation mit dem Streaming-Dienst Spotify ermöglicht es den Usern, die Lieblingsmusik des anderen auf dessen Tinder-Profil zu hören. Und in Anbetracht dieser modernen Partnersuche fiel mir eben ein, wie es einst war, damals, als wir uns im Dunkel der Nacht noch mit geschnorrten Schillingmünzen auf die Suche nach einer Telefonzelle machten, um die Eltern zu fragen, ob wir bitte eine Stunde länger in der Diskothek bleiben dürfen. 4 Jahre lang hat Michael Hufnagel für das Magazin Woman die Kolumne Mannsbilder geschrieben. Dabei hat er sich leidenschaftlich darum bemüht, in witzig bösen und gleichzeitig charmant selbstironischen Texten die sonderbare Gedankenwelt der Männer zu erfassen und wie sich das Phänomen Frau für sie darstellt. Woher nehmen Sie die Filmthemen? Aus dem Leben. Also ich glaube, das ist einer der großen Geheimnisse. Letztendlich ist es, dass man nur das nimmt, was einem eh jeden Tag begegnet. Ich schreibe es nur auf. Ja. Und die Menschen sagen zu mir, je schön, habe ich mir auch schon gedacht, habe ich auch schon erlebt. Ja. Und da ist aber jemand, der bringt es in Worte. Und das tut den Leuten gut, deshalb lachen sie auch gerne darüber. Hufnagels Idee, die Menschen sollen sich ertappt fühlen und lachend wiedererkennen. Man darf nicht alles auf die Waage legen, aber wie es jetzt so üblich ist. Ist es denn schon im Ehe- und Beziehungsleben nach ein paar Jahrzehnten? Naja, da kann allerhand vorkommen. Wichtig ist, dass man sich wieder zusammenstreitet. Manches Mal muss man sich schon ärgern mit den Männern, also muss ich schon sagen, aber meistens nicht, er ist eh. Also der Walter ist eh brav. Haben Sie den Mann schon abgerichtet? Genau, ja. Ja. So wie er mich. Gegenseitig. Das ist immer ganz wichtig, Gegenseitigkeit. Warum ist die Entscheidung auf Michael Hufnagel gefallen? Weil wir gerne Leute wiederholen, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, wenn es vor allem zwei Ebenen passen, nämlich die Qualität des Programms. Es ist ein sehr interessantes Programm, auch die Sprache. Die textliche Sprache, das geschriebene Wort, gesprochen spielt eine Rolle und auch menschlich passt's. Und wenn diese beiden Faktoren passen, sagen wir sehr gerne wieder. Wir kommen jetzt kurz zu Ihrer Kurier-Sonntagskolumne. Mann, Frau, schreiben Sie beide Seiten? Ja, wenn das der Fall wäre, dann würde ich viel, viel mehr manipulieren natürlich. Dann würde ich die Frauenseite viel, viel mehr in Richtung Männerverständnis schreiben und nicht so pointiert wie meine Frau, mit der gibt es kein Verhandeln. Ständig wird das Bild des Mannes neu definiert, wird die gesellschaftliche Stellenanzeige umformuliert und um neue Fußnoten erweitert. Wird der Frauenversteher Macho Eintopf umgerührt und mit immer neuen feministischen Gewürzen abgeschmeckt. Und wir Männer köcheln vor uns hin und rufen laut, ihr habt's ja so recht. Und käppeln leise hinterher, Weiber. Martin Hufnagels Beobachtungen in einem 100-Minuten-Programm. Ein scharfsinniges, sprachakrobatisches und vor allem lustiges Rendezvous. Die nächste Vorstellung ist am 23. Oktober im Rotneusiedlerhof. Wichtig sind weiters Großzügigkeit und Offenheit, Charme, Sensibilität, Stil und Humor. Und überhaupt, der Traummann sollte einer sein, zum Pferdestehlen. Warum der Diebstahl von Rössern ein Insignium des emotionalen Glücks darstellt, hat sich mir nie erschlossen, scheint aber für einen gemeinsamen Ritt durch dick und dünn unverzichtbar. Von Ihrer Seite aus gesehen, wer ist denn stärker, der Mann oder die Frau? Klingt jetzt komisch, wenn ich sage die Frau, oder? Ja. Aber es gibt schon sehr viele Dinge an meiner Frau, wo ich mir denke, hätte ich gern diese Eigenschaften. Aber ich glaube, letztendlich verteilt sich es, glaube ich, ganz gut.